Ja, da wäre ich auch schon wieder zu einer weiteren Folge Agario. Heute wahrscheinlich mit sehr viel schlechterer Tonqualität, das tut mir leid. Aber ja, leider muss ich feststellen, nachdem ich die letzte Folge oder die Folge, die ihr jetzt nicht gesehen habt, die habe ich nämlich aufgenommen ohne Ton. Und ich habe mich erstmal gewundert, okay, warum ist das jetzt stumm? Ja, leider muss ich feststellen, dass mein Handy-Mikrofon kaputt ist. Das ist richtig scheiße, ich weiß nicht warum. Es kommt immer wieder zu Problemen und deswegen habe ich jetzt einfach kurzerhand. Ja, ihr hört auch schon hier die Werbung. Es ist wieder geil. Komm, geh weg. Habe ich jetzt kurzerhand einfach meinen MP3-Player ausgepackt und muss damit aufnehmen. Wow. Alter, warum muss denn jetzt mein Mikrofon kaputt sein? Das ist so eine Scheiße. Ich glaube, mein Akku ist langsam im Arsch. Mein Mikrofon geht kaputt. Ich will mein Handy eigentlich noch ein bisschen behalten, aber er merkt, es geht nicht. Ja. Das macht mir ja alles einen Strich durch die Rechnung. Ja, mal sehen, ob ich das jetzt noch benutzen kann. Sprachnachrichten werden wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr gehen auf WhatsApp. Habe ich aber eh immer nicht gern gemacht. Also ja, von daher ist es vielleicht nicht so tragisch, aber vor allem so eine Geschichten hier, die wären natürlich jetzt wesentlich komplizierter. Ja, dann auf jeden Fall jetzt erstmal zu meinem Tag. Was ist so geschehen? Was war so los? Also heute war eigentlich auch wieder ein relativ verregneter Tag, so wie gestern auch schon. Wir waren ein bisschen am Strand, haben ein bisschen uns die Stadt nochmal angeguckt, also unsere Stadt. Gestern waren wir ja shoppen in einer anderen Stadt und heute nochmal in unserer, wo wir halt auch wohnen. Und da habe ich ein bisschen, ja, ein bisschen was gesehen, so, ne? Haben wir nochmal ein bisschen, sind auf jeden Fall ein bisschen gelaufen, auch am Wasser, war ziemlich cool. Bisschen mal am, ganz vorne am, an der See sind wir gelaufen, das war ganz geil. Und, ja, da habe ich auf jeden Fall auch mal ein bisschen so mit den Füßen, das war ungefähr eine Dreiviertelstunde, da bin ich so mit den Füßen immer ins Wasser und das war eigentlich gar nicht schlecht. Ja, es nervt mich gerade ein bisschen, dass ich alles nochmal erzählen muss, was ich eigentlich schon mal erzählt habe. In der Folge, die ihr jetzt nicht gesehen habt, ist ein bisschen blöd, ja. Auf jeden Fall heute auch wieder mit der besten Tonqualität am Start, die es auf diesem Planeten gibt. Finde ich ein bisschen blöd. Ach übrigens, ich höre es gerade, heute ist wieder Fußball. Wollte ich auch noch ganz kurz sagen, eigentlich wollte ich nämlich die Folge allgemein schon 21 Uhr aufnehmen heute, aber jetzt ist es erst 23:30 Uhr geworden. Ja, dank einiger technischer Fehler und auch dank dem Fußballspiel und überhaupt, dass ich vorhin nicht dran gedacht habe. Das hat mich nämlich auch ziemlich genervt. Ja, ist dann aber leider so. Und wir können das nicht ändern. Ja, aber allgemein versuche ich die Folgen immer erst abends aufzunehmen, damit ich halt auch wirklich vom Tag ein bisschen erzählen kann. Und so ein bisschen was, ja, machen kann. Und ja, außerdem waren wir dann noch einkaufen heute. Habe ich aber auch schon mal erzählt. Also wir waren ja schon mal einkaufen am Anfang. Das müsste Folge 3 und 2 sein. Ja, da habe ich von diesem tollen Spektakel auch schon mal erzählt. Ja, und war heute halt auch wieder der Fall. Es musste mal wieder was gekauft werden, ist halt normal. Und ja. Ansonsten war aber heute auch nicht, gar nicht so viel los. Wir versuchen morgen nochmal ganz normal an den Strand zu gehen. Das werdet ihr dann hören, ob das geht. Und allgemein ist ja jetzt sowieso wieder, morgen beginnt ja ein neues Halbjahr, ne? So gesehen, heute ist ja der 30. Juni. Und da wird es morgen eine neue Halbjahresfolge geben. Ja. Mal sehen, was ich da noch so mache. Vielleicht gibt es ja ein fettes Special. So, jetzt erstmal mit der Werbung. Weg damit. Und ansonsten, ja, gucken wir mal. Ich sollte vielleicht mal mein Mikro ein bisschen vor meinen Mund halten direkt. Ich hatte es jetzt ein bisschen eher rechts gehalten, das war ein bisschen blöd. Aber naja, egal. Wer erwartet hier noch einen Hauch von Qualität? Ach, ich finde es auch mega rückschrittlich, jetzt wieder auf solche Methoden zurückgreifen zu müssen, aber es geht halt nicht anders, ne? Man merkt es ja. Man macht mir hier in allen Hinsichten einen Strich durch die Rechnung. Ist einfach nur schlimm. Ja, ansonsten gibt es noch irgendwas zu erzählen. Ja, man hat heute wirklich bei vielen Leuten auch gemerkt, die man so gesehen hat, dass sie wirklich keinen Bock hatten, weil einfach das Wetter schon wieder so scheiße ist. Und das soll ja auch noch die ganze Zeit so bleiben. Das ist natürlich nicht geil. Der einzige Tag, wo es noch ging, war eigentlich am Montag und ja, heute ist halt Donnerstag. Ist dann ein bisschen doof. Morgen soll es eigentlich auch nochmal ganz gut gehen. Deswegen versuchen wir das halt auch mit dem Strand.
Aber danach soll es halt wirklich absolut schlecht werden und da versuchen wir dann auch irgendwie in ein Erlebnisbad oder so ersatzweise zu gehen. Und ja, aber dazu dann später mehr, wenn es soweit ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich hier, falls ich jetzt doch noch das mit dem Mikro vielleicht gelöst kriegen sollte, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja nur irgendwie deaktiviert und ich kann es doch noch mal irgendwie retten. Oder es ist ein Wackelkontakt oder so. Ich weiß es nicht. Es war halt von einem auf den anderen Tag kaputt. Und das ist immer so eine Sache, weißt du? Jetzt hat es 2 Jahre gehalten, es war nichts. Und jetzt auf einmal. Ja, und das verstehe ich halt nicht. Ich würde aber auch sagen, an der Stelle beende ich die Folge. Die ist nämlich schon wieder lang genug. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, haut da rein. Bis dahin. Ich bin ein bisschen schlecht drauf gerade. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht. Ist halt alles ein bisschen blöd mit der Technik hier. Ich hoffe, das gibt sich wieder und dann bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Mal, genau. Ja, ich kann auf jeden Fall gut reden. Das klappt. Ja, tschüss.